Solidarität mit den Ultras aus Leipzig. Am Wochenende gab es von den deutschen Fanszenen mehrere Solidaritätsbekundungen für die Ultras Chemie Leipzig. Am vergangenen Mittwoch kam es in Leipzig zu Polizeidurchsuchungen von 21 Wohnungen, einer Garage und einem Geschäftsraum. Teilweise wurde von den Mitgliedern der aktiven Fanszene DNA-Proben entnommen. Ziel der DNA-Entnahme sei es, Identitätsfeststellung in zukünftigen Strafverfahren zu ermöglichen. Außerdem wurden Öffentlichkeitsfahndungen gegen Mitglieder der Ultraszene gestartet. Eine neue Dimension an Polizeiirrsinn. Die Fanhilfe kritisiert dieses Vorgehen auf das Schärfste. Dies sei eine billige politische Retourkutsche der Leipziger Polizei und Staatsanwaltschaft, um die eigenen einsatztaktischen Fehler zum letzten Derby zu kaschieren.